Jo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Volksbrunn, mein Projekt auf dem LS19. Und wir wollten in die Stadt fahren und uns noch einen Brederstreuer holen, und zwar für Kalk. Dann machen wir das doch mal. Versuchen wir auch hier mal ganz geschickt hier außen rum zu fahren, ohne die Schilder umzunieten. Weil da ich Kalk anhabe und eins der Felder Kalk benötigt, kaufen wir direkt den ganzen Streuer. Wir könnten den auch mieten, weil... Nee, ich kaufe den direkt. Nur den einmal voll gemacht haben, der braucht eine Ewigkeit, bis er leer ist. Und was wir haben, haben wir. Der Unterhalt der Fahrzeuge kostet zwar ein bisschen Geld, aber was soll's. So. Direkt durch bis zum Händler. Ach ja, ich habe bis zum nächsten Morgen vorgespult, habe ich ja echt vergessen zu sagen. Da Nachtsaufnahmen echt nicht das Schönste sind. Jetzt bin ich echt zu früh reingefahren. Och Menno, erlerne ich das nochmal? Na gut, dann machen wir es so. Da wollen wir uns mal noch so einen Breder kaufen. Düngetechnik. Den bitte. Konfigurieren, auch groß. Ne, das ist ganz in Ordnung. Blutstreuteller. Kaufen. Wunderschön. Dann nehmen wir das gute Stück doch mit. Fahren wir zum Hof, gucken, ob wir da Kalk tanken können oder ob wir uns ein Kalksilo setzen. Da ist doch ein Ausgang. Ist hell genug, ich brauche kein Licht anzumachen. Und da sind wir schon bei uns am Hof. So, ist das jetzt ein Kalksilo da vorne oder ein Saatgut? Ich weiß nicht, ob wir ein Kalksilo haben. Einmal im Kreis fahren und gucken. Ich kenne mich auf meinem eigenen Hof nicht aus. Traurig, aber wahr. Oder liegen schon die ersten Eier. Das ist auch schön. Der hat eine Aufnahme. Wir müssen uns nämlich eine Schippe kaufen, damit wir den Dreck der Hühner da wegkriegen. Also was zum Kalken haben wir nicht, und dann müssen wir uns in eine Kalkstation hinsetzen. Ja, kaufen wir eine Kalkstation. Diverses. Kalkstation. Oh, nicht so weit weg. Ist gut. Wunderbar.
Die haben wir also auch schon mal. Mal schön so füllen das Ding. Bis das Teil leer ist mit dem Kalk, das dauert eine Ewigkeit. Also das ist eine simple Anschaffung. Dann fahren wir mal zum Feld. Auf zum Feld. Jetzt kämpft der arme Kleine wieder. Der arme kleine Steier. Ja, wenn wir gekalkt haben, können wir im Pflügen, glaube ich, angeschaltet, brauchen wir einen tiefen Lockerer. Aber wir kommen den Berg hoch. Mich aus den Bahn geschmissen. So. Den setze ich aber auf. Helfer. Das kann der Helfer machen. Dann kann ich nämlich da oben anfangen schon mal zu ernten. Sollte ich jemals hier hochkommen. Geht's los. Jetzt kommt der Harper rein. Und wenn der am Kalken ist, können wir hier weiter ernten. Müssen wir sowieso wieder in die Stadt fahren, Tiefenlockerer kaufen, dann kann der da pflügen und ich kann hier abernten. Oh, ich hab nicht aufgepasst, sonst wäre ich stehen geblieben. Da mitten auf der Straße. Wer steht mitten auf der Straße?
würde ich immer abbremsen. Ach, der hat seine Arbeit erfolgreich erledigt, ja? Ihr habt doch wohl was an der Waffel. Nicht lustig, dass er seine Arbeit nicht vernünftig macht. Dann mache ich das halt selbst. Schön, Bauaufsicht. Oh, wo will er denn hin? Wo will er denn hin? Hallo, bremst doch mal. Ich weiß bergab ganz so gut. Bringt mich aber nicht weiter, wenn er da zu schnell macht. So. Das war mal gar nichts. Jetzt kann ich beide Seiten machen. Nee, doch nicht. Noch einmal zurück und hinten den Rand nochmal. Oh, Kalk ist doch ganz schön schnell weg. Ja, was soll das? Könnte es ja ausschalten, aber dann habe ich ja bald alles aus. Das habe ich schon bei den anderen Projekten. Er braucht auch wahnsinnig viel Kalk, weil er hier nicht schnell genug hochkommt. Fahre ich den Kalkwagen direkt zum Hof. Wird aber den Mähdrescher. Auf Helfer setzen. So. So wird ein Lied raus. Den Streuer zuklappen. Der kann nämlich auf dem Hof stehen bleiben. Den kann ich direkt wieder mit Kalk auffüllen. Können wir direkt losfahren. Ja, dieses Mal nehmen wir die Abkürzung. Und einen Tiefenlockerer kaufen. Vor allen Dingen, wie viel PS braucht er nicht, dass wir noch einen Trigger brauchen. Eigentlich wollte ich den Steier ja loswerden. Oh. Wie fahre ich denn? Ich würde sagen, wie immer, reichlich chaotisch. Hoffentlich kommt uns keiner entgegen. Oh, da ist der Zug, der Zug, der Zug, der Zug. Komm mal auf, los. Geht doch. Geht doch. Wow, das ist aber... Das geht auch anders. Und den mal eben mit Kalk voll. Einmal Kalk auffüllen, bitte.
Mir fällt gerade ein, ich habe noch eine halbe Pizza. Oh, ja. Das gibt nach der Aufnahme erstmal Schnabulierstunde. Nur den abhängen. Ich benötige noch einen Trecker. Eine Zugmaschine brauche ich auf jeden Fall noch. Und eine schnuckelige Steier kriegt jetzt. Den Anhänger dran, den brauche ich zum Abfahren. Der bleibt öffnen. Jetzt kann ich erstmal gucken, wie viel ich brauche ich für Tiefenlockerer. Wie viel PS? 4 Meter 140 PS. 4 Meter 130 PS. Was haben wir denn hier? Was zum Teufel ist das? Und was ist das? 420 PS, 8 Meter Tiefenlockerer. Der wäre ja toll, 120 PS. Wir müssen erstmal gucken, ob wir noch einen Kredit kriegen. Oh, hier raus, da rein. Geld bitte. Dann nehmen wir uns mal ein wenig Geld auf. Jo, so viel wie geht. Das ist so einiges. Das reicht zuerst mal. So, und dann würde ich sagen, kaufen wir uns einen neuen Trecker. 420 PS brauchen wir. Großtraktoren. Oh, Dummerle. Was hat der denn? 200. Der hat fast 300. Die Deutsche gefallen mir, ne? Der hat 300. 320. 205. Der Waldra hat 350. Wie hoch kann man den denn schieben? 350. Wie hoch kann ich den noch? 400. Brauchen wir 420. Hm, schade. Das sind alles so hässliche Dinge. Was haben wir denn hier? Ein Mod. Wie hoch kriege ich den? Was kostet mich dann? 384 zurück. Der hat schon 462 und kostet weniger. Der Fendt. Der reicht doch schon. Den kaufen wir auch. Oh, zurück, zurück, zurück. Nein. Welche Reifen? Trelleborg oder Michelin? Trelleborg. Radgewichte. Breitreifen mit Radgewichte. So sieht's gut aus. Jawohl.
Lohnzahlung, neues Fahrzeug. Schauen wir uns doch dieses Monster mal an. Das ist ein richtiges Monster. Von innen. Das ist mal, ja. Der sieht schön aus. Der sieht gut aus, ja. So, wie es weitergeht mit unserem dicken, fetten Fendt, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht ein Abo, ist kostenlos. Aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr Bescheid, wenn neue Videos da sind. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Tschüss!